Der in der Türkei im Gefängnis sitzende amerikanische Pastor Andrew Brunson wird seine Haft fortsetzen. US-Präsident Donald Trump hatte seine Freilassung gefordert. Die türkischen Behörden werfen dem Pastor Spionage und Terrorismus vor. Die Staatsanwaltschaft in Izmir fordert deswegen für Brunson 35 Jahre Haft. Bei dem Gerichtsprozess vor der zweiten Strafrechtskammer in Izmir waren zwei US-Senatoren anwesend. Während der Verhandlung hatte der Pastor geweint. Als der Richter den Angeklagten fragte, ob er die Verhandlung unterbrechen solle, antwortete Brunson, dass er in einer Einzelzelle sei und deswegen seine Psyche darunter leide. Der nächste Prozesstermin in dem Fall wurde auf den 7. Mai verlegt.